bist nicht nur gekommen, um deutsche Meisterin zu werden, sondern auch, um hier die zweitschnellste deutsche Zeit zu laufen, die je gelaufen wurde. War das genau der Plan? Ja, auf jeden Fall. Wir haben gesagt, ich komme hier einfach her und ja, ich möchte sehen, wo ich stehe, möchte so schnell wie laufen, wie es geht. Und das mache ich eigentlich auch am liebsten. Und ja, ist auch gut aufgegangen heute. Es waren knapp 2 Sekunden jetzt über dem deutschen Rekord. Ich glaube, die ganze Halle hat die ganze Zeit nur auf die Zeit geguckt. Und dann bist du aber durchs Ziel gelaufen und hast trotzdem gejubelt. Ärgert es dich gar nicht so ein bisschen, dass du den nicht nochmal geknackt hast? Nee, also ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was meine Zeit war. Aber es waren die letzten Wochen, wusste ich nicht so ganz, wo ich stehe. Ich war jetzt in Kenia, ich bin jetzt viel auf der Straße gelaufen und ja, in der Halle bin ich sowieso lange nicht mehr gelaufen. Und ich wollte einfach schnell laufen und natürlich auch gewinnen. Und ja, ohne Tempomacher ist immer schwer, sonst wäre sicher auch noch mehr drin gegangen, drin gewesen. Aber ja, ich war auch, aber auch ein bisschen nervös und umso schöner. Es war ein ganz tolles Erlebnis. Wieso warst du so nervös? Ich weiß nicht, ja, mir war es egal, ob das reicht oder nicht, aber klar will man dann vor allem vor Heimpublikum auch am liebsten noch den Sieg mitnehmen und ja, heute ist ein besonderer Tag und das war einfach super schön. Du bist, glaube ich, gestern erst aus Kenia zurückgekommen. Hast du jetzt den Wettkampf aus dem Training quasi gemacht oder hast du dich wirklich trotzdem aktiv hier auf die deutschen Hallenmeisterschaften vorbereitet? Nee, wir hatten schon eine intensive Trainingsphase jetzt, also die letzten 4 Wochen. Haben wir jetzt eigentlich zu viel Rücksicht genommen, weil wir auch noch auf die EM so geschielt haben. Es war auch alles ein bisschen knapp getimt, aber ja, es ist super aufgegangen. Ich habe mich gut gefühlt. Und vielen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Danke. 20.